Niedersachsen-Duell zum Auftakt des Achtelfinals im BBL-Pokal. Und Tommy Cusi, natürlich der Mann, auf den alle schauen bei Fechter, genauso wie auf den Youngster Johann Grüne auf der Center-Position. Er bekommt es mit Kalis Cilic zu tun, dem Letten bei Göttingen. Genauso er, ein wichtiger Faktor beim Sieg zuletzt gegen Kreisheim, wie Omonta Gibson, der Mann mit der Nummer 2. Rein in die Partie, Fechter in den orangenen Trikots mit. Natürlich, Cusi setzt sich hier klasse durch, eine frühe Führung für Fechter. Aber Göttingen ist voll drin, hatte ja zwei Verlängerungen gebraucht, um zu gewinnen gegen Kreisheim in einem spektakulären Spiel. Und da kam einer immer wieder gut zum Korb, der auch hier trifft. Bodhi Hume, 30 Punkte erzielte er gegen Kreisheim. Hier macht er 2, Göttingen früh vorne, aber Fechter fängt sich und Fechter bekommt Gelegenheiten zum Abschluss. Unter anderem hier durch Iwundu, der Assist, wunderbar von Tommy Cusi, der am Ende 10 Vorlagen verteilt. Olivier Foucault sieht nach dem ersten Viertel alles ausgeglichen, 16:16. Beide nicht mit den gewohnt hohen Trefferquoten. Aber das ändert sich. Göttingen zum Ende des zweiten Viertels erst im Rückstand. Dann aber Hume. Der erste Dreier passt, sehr zur Freude des mitgereisten Fananhangs. Und kurz danach der letzte Wurf. Göttingen hatte mittlerweile ausgeglichen. In der ersten Halbzeit auch wieder von Hume. 7 von 10 hat er gegen Kreisheim getroffen. 12 Punkte in der ersten Hälfte gegen Fechter. Und somit eine 3-Punkt-Führung. 42:49 für Göttingen. Noch alles easy bei Bob, dem Maskottchen von Fechter. Denn er weiß, sie haben Cusi. Und der geht zur Arbeit im dritten Viertel. Erst der Dreier, dann der Zweier mit Foul und anschließendem Freiwurferfolg. Und hier der nächste Dreier fällt. Ja, und dann hat er noch einen. 11 Punkte in Folge. Fechter setzt sich leicht ab. 60:58 nach dem dritten Viertel. Aber es wurde nicht nur offensiv gescored, sondern auch gut verteidigt. Zweimal Johann Grüno, der am Ende auf 3 Blockshots kommt. Das ist seine Spezialität des 18-Jährigen. Und es wird immer spannender. Wir gehen in die Schlussphase. 5 Punkte Führung für Fechter. Das muss doch eigentlich reichen, so kurz vor Schluss. Denkste, der Dreier von Hume, der trifft wieder am Ende. Ganz starke 21 Punkte für ihn. Es gibt danach noch den Ballbesitz. Und Achtung, hier die letzte Aktion, das ist Cilic und er trifft. 2 Sekunden noch zu spielen auf der Uhr und Cilic macht den Dreier rein. Der Lette ganz stark, schon gegen Kreisheim traf er zur Verlängerung, dass Göttingen überhaupt die Chance hatte, das Spiel noch zu gewinnen. Auch hier ist er wieder der Held, der Göttingen in die Extrazeit bringt. Und da gehen sie in Führung. 10 Sekunden vor Schluss der ersten Verlängerung. Das war Burns und auf der anderen Seite Cusi die Antwort. 94:94, Ty Harrelson sieht, es gibt eine zweite Verlängerung. Göttingen schon wieder 50 Minuten lang im Einsatz. Und wer wird der Held in diesem Spiel? Göttingen 5 Punkte vorne, das ist Ferner aus der Ecke. Ganz wichtiger Dreier, hält Fechter im Spiel. Es geht hin und her, 99:99 und dann der letzte Schuss und der trifft. Tommy Cusi, 101:99. Göttingen unterliegt knapp, weil Cusi am Ende sagenhafte 37 Punkte und 10 Assists auflegt. Er ist der Mann der Partie. Yeah, I mean, anytime you play a double overtime game, you're gonna feel it the next day. And that was a physical one. It was a hard-fought battle. They played us really well, and we thought we were gonna be able to win it in regulation, but it took a little extra tonight. Young squad. Each game like this is especially early in the season. It's I think it's a big experience for us to learn from, and you know, afterwards watch film and stuff. So. Good to get these out the way early, and hopefully later in the season we'll have some solid wins. Maybe not nail biters like this. Glücklicher Sieg für Fechter, der 5. in Folge, und damit ziehen sie ins Viertelfinale des Pokals ein.